Guck mal, ich weiß, wozu die Hebel sind. Ich habe eine kleine Vermutung gerade. Und? Das hat sich hier auf jeden Fall bewegt. Hier drüben muss auch irgendwas passieren. Oh, ich sehe gerade. Das Wasser ist nicht weg. Okay. Komisch. Was? Da hat sich was bewegt. Das muss da drüber. Da drüben ist doch gar nichts. Mann! Und hier kann ich jetzt auch nichts machen, wenn das unten ist. Alter. Da unten sehe ich irgendwie so eine Plattform, glaube ich mal, oder? Oder ist das jetzt eine Spiegelung von oben? Kann eigentlich nicht sein, wie in den Balken da. Obwohl, da ist Schatten. Der hier denn war. Naja, auf jeden Fall seltsam. Das muss aus. Hier kann ich definitiv nichts machen. Und hier passiert irgendwie auch nichts. Vielleicht fehlt da hinten wieder irgendwas. Wieder hoch. Was ist denn da nicht? Komisch, ist eigentlich der Schalter für die Tür. Für die, hier hat sich gerade was bewegt. Ach, da kann ich jetzt auch runter. Lol. Ha! Das Wasser ist jetzt im U-Boot eingedrungen und dabei ist dann hier weniger Wasser geworden und hat sich das U-Boot halt gefüllt und. Ach cool, lol. Gut. Ah, das Rätsel ist gelöst. Und wir steigen ein in den kleinen Tunnel. Hier sind Zahnräder. Für die Falltür hier wahrscheinlich. Okay. Ich habe übrigens gesehen, dass die Lichtverhältnisse nicht ganz so exakt hier sind. Die werde ich mal kurz ein bisschen höher stellen. Weil die dunklen, also die Schatten so, die sind etwas dunkel, wirklich bei den gerenderten Videos. Und da werde ich mal kurz die Schatteneinstellung optimieren. Wo war das denn nochmal? Bei Grafik? Ja. Gamma-Korrektur, das werde ich mal ein bisschen höher machen. Helligkeit. Moment, mache ich Gamma wieder runter. Und die Helligkeit ein bisschen höher. Nee, zurück zum Hauptmenü. Okay. Aber dann sind das halt die Schatten etwas heller und nicht zu schwarz. Allerdings ist dann halt das hier ein bisschen grau, aber das kann ich dann halt nicht ändern. Diese ist ja nicht komplett schwarz, ist ja dann halt schon ein bisschen heller. Mehr so gräulich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Fische schwimmen dann nicht, okay. Kann ich hier nicht drehen? Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Super, okay.
bin ja wirklich mal gespannt, ob ich jetzt Sirius hier treffe. Oder hieß ja. Oder gar keinen von beiden. Wie komme ich jetzt dahin? Also schwimmen kann der auf jeden Fall nicht. Da kann ich mich nicht da einstellen. Was ist das denn schwer? Muss ich jetzt das U-Boot wieder hochholen? Dass denn die Wasserverdrängung vom U-Boot, das verdrängt ja Wasser, nicht mehr da ist und das Wasser noch weiter runter geht. Warum ist jetzt der Frame gerade eingebrochen? Hallo, 10 Frames. Hallo! Ich laufe mal weiter. Ah ja, okay, jetzt geht's wieder. Jetzt mache ich mal das Bild wieder hoch. Und ja! Nein, oder? Das Wasser ist wieder draußen, aber ja. Müsste eigentlich wieder ein bisschen mehr sein. Aber doch, jetzt kann ich da runter. Ja? Oder? Nee, kann ich nicht. Kann ich jetzt da unten was machen? Muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter drehen wieder, oder geht es nicht? Zurück mache ich wieder zu. Aber da kann man auch nicht rein, ist ja viel zu schmal. Da müsste ja krauchen und das geht auch wieder nicht. Gut, Wasser wird nicht wieder mehr. Warum kriege ich das nicht geöffnet? Hier muss ich bestimmt rein. Ach, das kann ich nicht drehen. Da ist noch ein kleineres Zahnrad. Wird wahrscheinlich nämlich halt einen anderen Hebel irgendwo noch geben. Irgendwo muss ein Hebel sein. Ob ich jetzt im U-Boot was machen muss? Ich geh mal rein. Auf jeden Fall noch mehr Wasser weg. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Dann probiere ich mal nochmal das mit dem U-Boot. Da Wasser reinzukriegen. Dass du noch mehr weggeht. Tauchen. So, wie sieht's aus? Immer noch so. Warum ist denn das wieder offen? Ach ja, hab ich offen. Nee, hab ich zugemacht.
Ich mach mal den anderen Hebel noch mal. Hier muss noch mehr Wasser weg, aber wie? Da unten wird wahrscheinlich nur ein Fenster sein, da kommen wir nicht rein. Wir müssen durch die Tür bestimmt. Aber da muss dann noch ein Hebel irgendwo sein. So müsste die Tür theoretisch offen sein. Ist nicht weniger Wasser. Wenn ich die Tür schließe und dann das U-Boot hochfahre, müsste das Wasser, das drinne ist, auch drinne bleiben eigentlich. Das. Ja. Da müsste theoretisch das Wasser drinne sein. Ah! Es ist wenig. Ja, das ist weniger. Oder? Ja, ist weniger. Wir können da immer noch nicht weiter runter. Kann ich jetzt hier so noch hier was machen? Klopf, klopf. Lass mich rein! Eigentlich müssen wir da hier nur drehen, aber. Oh, nee. War nicht. Wieso geht das denn nicht auf? Wenn ich das wieder aufmache, dann kommt da wieder das Wasser raus. Ich kann also auch nicht runter, um da dann halt was zu machen oder so. Und habe ich das Gefühl, dass das hier noch wieder voll im Einbruch. Was ist denn hier los jetzt? So, jetzt wieder okay. Ach. Scheiß Phelps, ey. Ich bin so auf den Sack. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier irgendwie noch Wasser hier reinpumpt oder so. Was ist doch hier mit diesen Teilen? Da muss doch was sein. Also, nee, doch nicht. Da. Ich will da runter. Wenn ich das jetzt aufmache, kommt das Wasser raus.